Hey Leute, herzlich willkommen zum heutigen Video und heute habe ich wieder was sehr Cooles dabei. Eine besondere Tin und zwar hier diese Kotomi Shiny Tin und zwar mit 5 Boostern in dieser Tin von glänzendem Schicksal. Wird Zeit, dass das Glurak gezogen wird, oder? Also ich hätte sehr Lust drauf. Schauen wir mal. Diese Tinboxen ist eine coole Sache. Ich habe bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Ich habe bisher nur gute Sachen gehört. Und ich hoffe mal, dass es so weitergeht, dass ich auch jetzt hier nach dieser Tin sagen kann, okay, ja, ist ein sehr geiles Produkt. Also hier ist die Shiny-Karte, die immer mit dabei ist. Die sieht vom Centering, naja, in Ordnung aus. Richtig gut natürlich mal wieder nicht. Aber ich weiß auch nicht, wie soll man da irgendwie an eine kommen, die gut aussieht? Die Booster sind ein bisschen geknickt hier. Ich hoffe, die Karten hat es nicht erwischt. Okay. 5 Booster hier wieder. Und mit diesen 5 Boostern die Hoffnung natürlich, dass da was Gutes drin ist. Ich fange gleich wieder einfach mit dem ersten Booster an. Hier mit Katapultra in Shiny vorne drauf. Und mal schauen, was drin ist. Ich glaube, Katapultra kann in Shiny gar nicht drin sein hier in diesem Set. War ja so eine Special-Karte bei so einer Box, glaube ich. Aber bin ich mir jetzt gar nicht zu 100% sicher. Schauen wir mal. Das erste Booster. Wir fangen an mit einer Psycho-Energie. Mit Tropius, Urgel, Arena-Trainer, Chimpep, Snomnom, Weverak. Ich weiß nicht, irgendwie kann ich die Karten von dem Set schon gar nicht mehr sehen. Das ist so richtig. Ja, man sieht sie halt zu oft. Oh, ich sehe was glänzen. Oh, ich sehe was glänzen. Davor kommt aber noch eine andere Karte. Muss ich seitlich wegziehen, das hat jetzt gerade nicht geklappt. Und jetzt sehe ich was glänzen. Leute, ich sehe was glänzen. Es ist eine shiny Full Art, würde ich sagen. Bautz auch noch, okay. Also irgendwie gerade gar nicht gemerkt, wie viele Karten das sind. Und nein. Leute, schaut mal, was ich jetzt sehe. Es ist Legios wie in Shiny Full Art. Und schaut mal, was hier hinten steht. Von Red Grading. Mit einer 10 bewertet worden. Die erste 10, die jemals bei Red Grading rauskam. Und ich ziehe die Karte einfach nochmal. Ja, ich freue mich drüber, dass es eine Shiny Full Art ist. Ich denke, das ist klar. Ich hätte aber viel lieber eine andere Shiny Full Art gehabt. Einfach eine, die ich noch nicht hätte oder gehabt hätte. Das wäre mir lieber gewesen. Dahinter ist noch Forschung des Professors. Naja. Trotzdem natürlich ein super guter Hit. Jede Shiny Full Art ist überragend. Das muss man natürlich sagen. Centering auf der Karte ist leider sehr schlecht. Ihr seht es unten an der Ecke hier. Der Übergang von ganz dick zu ganz dünn unten ist natürlich ein bisschen schade. Aber ansonsten, ja, generell ein sehr dicker Hit hier gleich mal im ersten Booster. Das ist natürlich eine tolle Sache. Vor allem, weil noch 4 Booster kommen, das heißt, es ist noch alles Mögliche. Als zweites das Glurak Booster. Also, theoretisch könnte es auch noch möglich sein, hier einen Glurak zu ziehen. Und ich mache es wieder so: zweites Booster, keinen Kartentrick. Sepa, Kleptifuchs, Evoli. Ist da was drin? Oh ja, es ist was drin. Oh, Liberlo in Shiny. Richtig gute Karte auch. Liberlo in Shiny, sehr schön. Bin ich sehr happy mit, muss ich ehrlich sagen. Und dahinter war, glaube ich, auch noch was, oder? Ja. Ja, gut, okay. Urgeln wie. Naja. Und dahinter kommt noch ein Urgel. Dazwischen noch Trainerkarte. Aber, also, naja. Okay. Aber eine kleine Shiny und mit Liberlo eine der besseren kleinen Shiny-Karten. Sehr schöner Hit. Also, es geht schon wieder richtig, richtig gut los. Zwei Booster, zweimal richtig gut gehittet. Sogar 3 Hits aus 2 Boostern. Das ist natürlich bei diesem Set, deswegen ist es so genial. Einfach der Wahnsinn. Und weiter geht's mit dem nächsten Booster. Und vorne sehe ich schon Cortini. Und hat ja gerade ganz gut geklappt, würde ich sagen. Nochmal keinen Kartentrick. Smogon, Morpeko und ja, also die Karten kleben relativ aneinander, relativ arg. Und nur hier zur Reverse-Karte rutschen die dann immer so weg. Das heißt, schon gespoilert, Reverse mit. Oh, Mortini war aber dahinter. Ein Gutrum in Holo, okay, schön. Ja, nehme ich mit.
Das war jetzt ein kleiner Fail natürlich, aber irgendwie. Ja, ist es vor allem bei den Shining Fates Boostern bzw. Glänzendem Schicksal so, dass die Karten bei manchen Boostern sehr aneinander kleben irgendwie. Zwei Booster sind noch da, ja genau, zwei sind noch da. Eine kleine Shiny-Karte würde ich echt gerne noch mitnehmen jetzt. Also es wäre schon jetzt ein bisschen blöd, wenn hier in den letzten beiden Boostern gar nichts mehr drin wäre. Ich bin aber auch ziemlich verwöhnt, was das angeht. Aber schauen wir einfach mal an. Die eine Karte hat eine Macke, das sieht man wahrscheinlich jetzt nicht so gut. Aber es war nur eine, ja, ganz normale, schlechte Karte. Kotomi, rostiger Schild, ein Rotom und ja, die Karten sind so eng aneinander. Barmelin muss ich ja fast schon hier seitlich wegschicken. Smogon, Knakleon, Bautz, Kleptifuchs und ein Weber da gegenüber ist. Naja, nein, danke und ein Manaphy dahinter. Okay. Das war ein sehr schlechtes Booster. Das Booster davor war jetzt auch nicht so gut, aber ein Booster ist noch da und ich hoffe, dass jetzt hier noch eine kleine Shiny-Karte drin ist. Dann war es ein überragendes Opening wieder. Ansonsten war es ja trotzdem ziemlich gut. Ich meine, fünf Booster, so eine Tin, eine Shiny Full Art und eine kleine Shiny-Karte. Das ist auf jeden Fall ordentlich. Nochmal ein Kartentrick hier beim letzten Booster für heute. Und wir starten das letzte Booster für heute mit einer Kampfenergie. Dann kommt ein Balduin. Arboretos, rostiges Schwert, Yanma. Boah, jetzt Suicune, das wäre schön. Kamehaps. Einfach jetzt Suicune als kleine Shiny ziehen, das wäre überragend. Kopfanti, Sepa, Tuska, ich würde natürlich auch einen Glurak nehmen. Ah, es ist ein Rotom in Reverse und nochmal ein X-Bad in V zumindest zum Abschluss. Also auch hier wieder echt ordentlich gezogen. Leider nur eine kleine Shiny-Karte. Ich hätte gern noch eine zweite gehabt, aber gut. Man darf auch nicht zu viel verlangen. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, das Opening. Daumen nach oben da lassen. Unbedingt auch ein Abo. Wir werden mehr und mehr und mehr Leute. Lasst ein Abo da, macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal.